5, 4, 3, 2, 1. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, level up, level up, level up, level up. Ja, Jungs und Servus zurück. Wir sehen uns nach der Prognose von Bayern und Borussia Mönchengladbach. Kommen wir nun am heutigen Sonntag zur Prognose zwischen S04 und Bayern für Leverkusen. Für Schalke geht es zwar nicht mal so viel. Die können, glaube ich, noch die Champions League Europa League, glaube ich, noch mal erreichen. Es wird auf jeden Fall schwer, aber wir kommen jetzt zur Prognose. Leverkusen kann sie noch auf jeden Fall erreichen. Dort ist es auf jeden Fall spannend. Ich bin echt gespannt, wie es am Samstag das Spiel ausgegangen ist. Ich nehme es ja, wie gesagt, hier im Voraus aus. Deswegen würde ich sagen, gebt natürlich ein Däumchen da, wenn das noch nicht getan. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Und ja, was ich noch zu sagen habe, ist eigentlich gar nichts mehr. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und ja, let's go. Ja, Jus, und willkommen zur Sonntagsprognose hier auf Football Boson. Es steht an Dest 04, die schlechteste Mannschaft derzeit der Liga, empfängt Bayern 04 Leverkusen. Schalke will den Negativ-Trend für mindestens jetzt schon 12 Spiele ohne Sieg endlich beenden. Und heute soll es gegen Leverkusen gelangen. Und da beginnen die Schalker gleich aggressiv nach vorne mit der ersten Flanke von Benito Raman. Aber Radetzky kann den Ball klären. Und der erste Eckball für S04, den Radetzky gut klären kann, schöpft auf Kabak. Nochmal Radetzky. Und dann staubt Gregoritsch ab. 1-0 Schalke. Schalke führt im Spiel gegen Bayern 0 für Leverkusen. Es geht für Leverkusen noch um die Champions League. Schalke schnuppert vielleicht nochmal an der Europa League, vielleicht auch noch ein bisschen an der Champions League. Aber Schalke will Leverkusen wohl was streitig machen und das gelingt hier erstmal. Gregoritsch schön auf McKennie durchgesteckt und Schalke geht mit 2-0 in Führung. Splitstart von S04. Bisher kein einziger Torschuss der Leverkusener auf das Tor der Leverkusener. Aber Schalke deutlich besser hier in der Anfangsphase. Ob Leverkusen immer zum Zug kommt, das ist noch offen und es geht weiter nur in eine Richtung. S04 Gregoritsch, da legt er sich schon den Ball zu weit vor. Radetzky kommt raus und wird überluft. Es steht 3-0. Schalke führt 3-0 nach nur nicht mal 3 und nach nicht mal 40 Minuten. Ist das eine Blamage für Bayern 04 Leverkusen nach dem weiterkommen DFB-Pokal? Hier bisher die Blamage und jetzt Bujelab. Bujelab! Aber Radetzky stark. Vielleicht nochmal eine Ecke aus Schipka. Bringt sie auf Raman, Radetzky wieder dazwischen und nochmal Bujelab. Aber der Schiedsrichter pfeift ab und somit geht Schalke mit einer 3-0 Führung bisher in die Pause und wir sehen Leverkusen bisher noch 0 Schüsse und jetzt Kabak. Und ich weiß nicht, glaube ich, wer es war. Aber der Ball geht deutlich in die Wolken. Was macht denn Radetzky da? Gregoritsch geht an ihm vorbei. Michael Gregoritsch, 3-4 Schalke. Königsblau dominiert gegen Leverkusen und Radetzky patzt. Was ein Katastrophenabschlag von Radetzky. Ach du meine Güte, Schalke demonstriert Leverkusen. 12 Spiele ohne Sieg bei Schalke, man merkt hier gar nichts. Und weiter geht's. Weston McKennie und Raman und es gibt Elfer. Ach du jemine, jetzt gibt's eine Packung, jetzt muss Leverkusen aufpassen, dass nicht noch ganz dünne wird. Und jetzt Raman, Benito, Raman! 5-0! Ganz sicher vor Punkt. 5-0, S-0, fair! Unfassbar dieses Spiel. Unfassbar, aber es ist noch nicht zu Ende. Weiter geht's. 75. Minute. Grazo, Kutucu da. Ball geblockt und Kutucu. Auf Matondo, Matondo vor Bayern Radetzky und aus dem unmöglichen Winkel. 6-0 Schalke 04 ist zurück im Geschäft. 6-0 Blamage für Leverkusen und es steht und es wird vielleicht noch dicker. Kutucu, Matondo, Matondo, immer noch Matondo, Matondo, aber da dazwischen. Aber Schalke macht weiter Druck. Raman, Matondo, Benito Raman, verpasst den Pass, will dann nach außen gehen, aber Bender dazwischen und somit hat vielleicht
Leverkusen nochmal die Chance. Was ist denn jetzt los in der Defense? Leverkusen, Havertz. Havertz mit der Flanke und dann 1-6. Nee, denkst du? Die Fahne geht hoch, abseits, es war eine Millimeter-Entscheidung. Der Videobeweis greift hier nicht ein und somit bleibt es am Ende beim 6-0-Erfolg für Schalke 04.